Also ich denke, wenn man unmittelbar, so wie ich das war, unmittelbar immer in diesem Fußballgeschäft tagtäglich ist und gefragt wird und wie sieht es aus und man wird konfrontiert mit anderen Meinungen. Jetzt gerade haben Sie viele Leute gesehen, die dazu eben ihre Meinung abgegeben haben. Dann denkt man nicht mehr so richtig nach, ja, dann guckt man nicht mehr von oben auf sich drauf, sondern dann erzählt man irgendwas, ja, um seine Position beizubehalten, um ja keine Schwäche zu zeigen, um ja keinen Bodenpreis zu geben. Und da mag der Franz Beckenbauer schon recht haben, dass man dann irgendwie rüberkommt, als wäre man ein kleiner Idiot. Ja, aber ja, das war halt so.